Hallöchen zusammen und willkommen bei Cluvis, der lange nichts mehr gemacht hat, aber nun doch sich von Diablo 2 meldet. Ich habe diesmal mit dem Totenbeschwörer angefangen, was ich eigentlich nie gespielt habe, muss ich zugeben. Ich habe eigentlich nur entweder Magierin oder Paladin gespielt. Jo, diesmal der Totenbeschwörer und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ja. Wir sind jetzt in Hölle und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie bin ich in die Hölle gekommen, was habe ich geskillt, was für Items habe ich angehabt und wie kam ich damit klar. Wie gesagt, es geht jetzt rein um, ups, ich bin irgendwie in die Hölle durchgerutscht und was mache ich jetzt? Mein Level, als ich in die Hölle kam, war Mitte, Ende 60, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe zuerst im ersten Akt so ein bisschen rumgelutscht, das Mausoleum gemacht. Und dann habe ich mich dann aber nochmal zurückgezogen in den Albtraum. Habe dort Kühe gemacht, bis ich ein paar Zauber gefunden habe, auch ein paar Items, sodass ich eigentlich durchmarschieren konnte. Dazu aber gleich mehr. So, wir gucken erstmal, was haben wir? Also hier meine Fackel und sowas, das lassen wir erstmal weg. Das hatte ich ja alles nicht gehabt. Ich hatte einen Totenbeschwörerstab, Stufe 42, mit plus 2 zu allen Totenbeschwörerfertigkeiten und plus 1 zu Altern. Habe ich irgendwo gekauft, bei einem Händler. Dann habe ich gefunden einmal Geisterschleier. Mir ging es da vor allen Dingen um das plus 1 zu allen Fertigkeiten. Ein Schild habe ich mir recht früh gebastelt, mit Pracht. Ed und eine Lubenrune, das findet man eigentlich recht flatt. Plus 1 zu allen Fertigkeit, plus 20% Magic Find. Das war mir wichtig, der Rest war uninteressant. Dann ein Helm, wie ihr seht, ich habe da noch nicht mal perfekte Juwele gehabt. Der ist auch Stufe 15, ich habe den von Normal Akt 1, Ende Akt 1 bis Hölle getragen. Und zwar wegen plus 36 Magic Find und Kälte und Feuer Widerstand ein bisschen. Das hat gelangt. Dann hatte ich ein... Das hatte ich ja gar nicht angehabt. Verdammt. Wir suchen. So. Bup. Bup. So. Jetzt aber. Plus 1 zu Ballerfertigkeiten und Blitzwiderstand. Mir ging es nur um den Blitzwiderstand. Das hat gelangt. Einmal Handschuhe mit Feuerwiderstand und 24% Magic Mind. Einmal ein Gürtel mit Blitzwiderstand, Giftwiderstand. Feuerwiderstand, Stufe 9 Ring. Und der hier, der war nicht verkehrt, den habe ich irgendwo in Albtraum gefunden mit allen Widerständen plus 11, außer Kälte plus 34. Schuhe, Blitzwiderstand. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Das war's. Also 0815 Ausrüstung, die total unterirdisch ist, aber es hat gelangt. So, jetzt gucken wir mal nach den Skills. Also ich habe geskillt Skelette erwecken und die Skelettbeherrschung auf Maximum. Das hat... Genau. Und Lehmgolem. Danach habe ich erstmal weiter geskillt mit Skelettmagier. Es ging eigentlich hier um den Skill-Reanimation. Jeweils ein Punkt. Also ein Punkt in Lehmgolem, ein Punkt in Skelettmagier erwecken, Reanimation. Aber vor allen Dingen die drei Skills. Das hier maxen und das hier nur ein Punkt. Das langt. Was ist das hier? Golem-Beherrschung. Ja, später ein Punkt. Monsterwiderstand genauso ein Punkt, nicht mehr. Knochenzauber. So. Knochenrüstung habe ich ein, zwei Punkte vergeben und ein, zwei Punkte in Knochenwand. Knochenwand ist besser als Skelettrüstung, als Knochenrüstung, Entschuldigung. Denn mit jedem Skill in Knochenwand bekommt ihr 10% Leben bei der Knochenrüstung. Hier bekommt ihr aber nur 5% Leben, meine ich. Also Blödsinn. Also am besten hier ein Punkt und dann hier erstmal auskillen, später erst hier. Aber wie gesagt, am Anfang bis Hölle hier ein Punkt, da ein, zwei Punkte, langt vollkommen. Flüche.
Verstärkter Schaden, das wird euer Hauptfluch sein. Das caste ich auf alles, was sich bewegt. Wo meine Söldner und meine kleinen Skelette drauf sind. Ein Punkt. Schwächen. Ja gut, ich habe es benutzt wegen Altern. Also ein Punkt. Terror, ein Punkt. Altern, auch ein Punkt. Ich habe hier zwei vergeben wegen der Reichweite, wegen dem Radius. Aber das ist erst Hölle. Albtraumhölle mit Altern. Ihr werdet viel mit eiserner Jungfrau arbeiten, auf normal bis Mitte Albtraum. Da könnt ihr auch so ein, zwei Punkte vergeben. Ihr werdet merken, irgendwann mal, das ist eigentlich nur für Bosse gedacht. Eiserne Jungfrau, genauso wie Altern. Bei normalen Mobs braucht ihr es nicht. Da reicht ihr verstärkter Schaden. Eiserne Jungfrau auf Bosse gecastet und die bekommen mehr Schaden zurück, als die bei euch verursachen. Aber ab einer bestimmten Stufe funzt das nicht mehr. Dann braucht ihr Altern und damit verlangsamt ihr die Monster. Wenn der Lame Golem noch drauf ist, dann bewegen sie sich. Also ich rede jetzt von Diablo, von Baal, von Mephisto und so weiter. Also die machen euch nichts. Die tun wirklich gar nichts. Was vielleicht in Akt 2 und Akt 3 interessant wäre, wäre Verwirren. Ne, nicht Verwirren, Entschuldigung. Wo ist das dann? Terror, oder? Ja, genau, Terror. Und zwar, wenn ihr in engen Gänge seid. Ich rede da von einer Wurmgruft oder, oh, wie heißt das eine im Akt 3? Da muss ich selber gucken, Moment. Düt, nochmal normale Sicht, wie heißt das im Akt 3? Akt 3, Akt 2. Geheime Zuflucht ist das, genau, in Akt 2, Entschuldigung. Geheime Zuflucht, da müsst ihr ja mit diesen komischen, abgespaceden Gängen klarkommen. Das Problem ist, eure Minions, also die Skelette, werden, die stellen sich nebeneinander, da stehen zwei und hauen einen Mob und ein neuer Söldner kommt nicht zum Zuge, weil er zu weit entfernt ist. Und dann dauert das Stunden. Da könnt ihr, Mann, ich benutze das nicht, also von daher, Terror drauf casten und dann sollten sie wegrennen, sollten. Also am Anfang, wie gesagt, bei den Flüchen, verstärkter Schaden plus eiserne Jungfrau. Später könnt ihr ja umskillen, also ich habe eiserne Jungfrau jetzt gar nicht, sondern nur Altern. Wichtig ist aber der Skill und der. Also ich würde dann sagen, gib mal zwei, drei in Skelette erwecken, dann ein Punkt in Skelettbeherrschung und so weiter und so fort. Lehmgolem solltet ihr euch auch dabei holen, auch ziemlich früh und der Rest kommt später. Ja, so habe ich hier einfach rumgekämpft im Akt 1. Meine Resistenzen, die sind jetzt von meinen Zaubern beeinflusst. Aber die waren alle im tiefen Minus. Also, aber das ist kein Problem. Man muss halt nur aufpassen. Sich schön zurückhalten. So, jetzt machen wir einen kleinen Cut und ich zeige euch, wie ich jetzt ausgerüstet und geskillt bin. So, da wären wir wieder. Ging ja ganz schnell. Also jetzt sieht er ja viel besser aus, der Junge hier. Mit seinem komischen Kopf in der Hand. So. Also alles fing an im Akt 3. Und zwar bin ich im Akt 3 aus dem Dorf da raus und da kam so ein 0815 Typ, der mich angespuckt hat. Ich habe ihn platt gemacht und er hat eine Jachrune fallen gelassen. Das ist ja die, die nach Bär kommt. So. Vom Wert her eigentlich besser als Bär, aber gut, der Markt ist ja noch ein bisschen in Bewegung. Also konnte ich die Jach gegen eine Bär tauschen. Das war ganz wichtig, denn damit konnte ich mir dieses Wunderding basteln. Irgendeine 0815 Zwillingsakt mit 5 Sockeln. Es ist völlig egal, was für ein Damage die macht. Wie gesagt, Hauptsache 5 Sockeln und eine Axt, wo es reinpasst. Und da habe ich mir die Bestie reingeknallt. Da braucht ihr eine Bär-Tier-Umalum-Rune. Bär ist sehr schwierig zu bekommen. Also das ist ein absoluter Luxusartikel. Es ist alles unwichtig, was da steht, außer Stufe 9 der Fanatismus-Aura. Das heißt, sowohl ich, auch mein Söldner bekommen eine Stufe 9. Die Skelette bekommen ein bisschen weniger. Frag mich nicht, Stufe 4, Stufe 5, irgendwie sowas. Das ist das einzig Ausschlaggebende. Denn ihr macht keinen Schaden mit der Waffe.
Ich musste sie auch so gut wie nie reparieren, außer natürlich, ich bin gestorben, was ja schon mal vorkommt. Also wenn ihr eine Bärrune irgendwie kriegt, baut euch eine Bestie. Das ist das A und O. Also damit merkt ihr einen Schub ohne Ende. So, dann Andalis Antlitz ist gedroppt bei Baal auf Hölle, meine ich. Bin mir aber nicht sicher. Plus 2 zu allen Fertigkeiten ist hier wichtig. Das Ding macht allerdings minus so und so viel zu Feuerresistenz. Das ist nicht gut. Ergo habe ich das Ding gelockt und habe da eine Ralrune reingetan. Somit hat sich das Ganze aufsummiert. Das heißt, ich habe keinen Verlust in Feuerwiderstand. Giftwiderstand plus 70% und plus 10% zum Max-Giftwiderstand. Das ist das einzig Interessante daran. Also wie gesagt, diese 2 plus 2 zu allen Fertigkeiten ist auch klasse. Das könnt ihr später auch dem Söldner oder ihr könnt das direkt dem Söldner. Ich habe hin und her überlegt. Aber mein unterirdischer Helm, den ich euch vorhin gezeigt habe, hat mich doch dazu bewogen, selber die Andarils Mütze anzuziehen. Dann habe ich das hier. Das ist ein gecraftetes Amulett. Leider hat da jemand zu früh angefangen zu craften, aber trotzdem. Plus 1 zu Totenbeschwörerfertigkeiten und die Resistenzen. Alle plus 19 außer Gift plus 50. Also Gift bin ich ja, ne, auf Maximum. Interessiert mich da nicht. Aber trotzdem, plus 10% schneller Zauberrate. Folgendes. Bei dem Beschwörer, das ist ja so ein Faulbild, sag ich mal. Also man castet dort eigentlich nur die Flüche und ab und zu mal eine Kadaverexplosion. Das ist ab und zu eigentlich jedes Mal, aber ich finde schnellere Zauberrate nicht so wichtig, wie manche behaupten. Also zumindest nicht bei dem Bild. Sage ich es aber mal so. Das Amulett kann man natürlich noch verbessern. Das kann plus 2 zu Totenbeschwörerfertigkeiten bekommen. Aber ich musste zuschlagen, denn der nette Verkäufer hat das für 20 perfekte Edelsteine verkauft. Also keine Runen. Und perfekte Edelsteine habe ich ja tonnenweise rumliegen. Ergo gekauft und dann war ich glücklich. Dann Schuhe. Knochensteig habe ich gekauft für eine Rune. Das Ding macht plus 2 zu Skelettbeherrschung und macht mich, glaube ich, ein bisschen schneller, oder? Nein, plus 15 Stärke. Also Stärke ist dann halt eben wichtig, um Ausrüstung zu tragen. Obwohl Stärke habe ich eigentlich genug. Ich müsste da wieder umskillen. Der eine Ring ist geblieben, den ich vorhin anhatte. Dann habe ich sowas hier irgendwo gefunden. Alle Widerstände plus 12. Gut, bevor ich was anderes finde, was besseres, bleibt das. Und der Gürtel ist auch der gleiche. Stufe 13 Gürtel. Also ich habe noch nichts Besseres gefunden. Dann die Rüstung. Das ist die Set-Rüstung aus Drang-Ols Schuppen. Macht plus 2 zu Herbeiberufungsfähigkeit. Also ich habe das auch gelocht. Ich wusste nicht, was ich da rein tun soll. Also habe ich plus 24 Chance Magic Feind. Giftwiderstand natürlich noch. Und Bewegungsgeschwindigkeit. Genau, das macht Bewegungsgeschwindigkeit. Plus 40%. Also man rennt schon relativ flott durch die Weltgeschichte. Geht zwar noch mehr, aber gut. So, dann habe ich für eine. Oh, irgendeine Rune habe ich gefunden. Ich habe sie für eine Ist plus irgendwas eingetauscht. Und davon konnte ich mir eine Fackel kaufen. Das ist keine perfekte. Die macht nur plus 14, also eine 14-16er Fackel. Aber sie macht plus 3 zu allen Totenbeschwörerfertigkeiten. Ich habe eine Ist dafür bezahlt. Finde ich super. Dann ist das hier gedroppt. 32% Magic Find. Händlerpreise reduzieren und extra Gold. Gut, kann man mit leben. Und der Rest der Zauber ist so noch 0,15 bisschen Magic Find, ein bisschen Resistenzen. So, wo landen wir dann? Also, was mich natürlich glücklich macht, ist alle Widerstände auf Maximum außer Kälte. 74, gut, muss ich mit leben. Die Ausrüstung macht sehr viele Sachen dabei. Wie ihr seht, alles Mögliche dabei. Aber da achte ich nicht drauf. Für mich ist wichtig Resistenzen. Plus 2 zu allen Skills oder plus 1 zu allen Skills oder plus zu Beschwörer, bla, Fertigkeiten. Dann zeige ich euch mal, wo ich jetzt bin. Skelette erwecken 30. Damit kann ich erwecken 12 Stück. 32 Skelettbeherrschung. Da werden sie halt alle gepusht mit Schaden und sonstigem.
Durch die Plus-Dinger habe ich auch noch Skelettmagier, mache ich eigentlich nie. Reanimation benutze ich manchmal bei den Bossen, also vor den Bossen. Dann habe ich halt eben noch 11 zusätzliche Kämpfer dabei. Lehmgolem, das war's. Hier habe ich die Knochenrüstung auf 21. Das hier bin ich gerade am Nachziehen, die Knochenwand. Kadaverexplosion. Habe ich gemaxt, glaube ich. Ja, doch. Grundstufe 20, also habe ich plus 8 dazu bekommen. Und zwar, ihr erweitert nun den Radius, aber das macht einiges aus. Denn wenn ihr einen Kadaver anklickt, das explodiert, ob ihr da 2 oder 11 Meter habt, am Radius ist schon ein Unterschied, ne? Ja, und bei den Flüchen eigentlich alles auf 1, was ich brauche. Was benutze ich? So, F1, das ist Skelette erwecken. F2. Das ist der Golem. F3, Kadaverexplosion. Das ist halt eben mein Angriff. F4, verstärkter Schaden, also der Standardfluch. F5, Altern, ist der Standardfluch bei Bossen. Gut, F6 habe ich die Knochenrüstung. Die sieht ja sehr spektakulär aus. F7, Skelettmagier. Wozu ich die habe, weiß ich nicht. F8 ist die Reanimation. Das benutze ich. F1, ja gut, hier habe ich ja gar nichts, weil hier. Die Zähne könnte ich benutzen. Wunderbar. So, jetzt kommen wir zu einem Söldner. Der Söldner hat die Tal-Rashas-Maske wegen dem Absaugen und alle Widerstände plus 15. Also er hat hier schon ordentliche Widerstände. Dann hat er einmal Verrat im irgendein Panzerhemd, was ich gefunden habe. Ätherisch. Ich habe nichts Besseres gefunden. Und zwar dieses Verblassen. Das ist sehr gut. 5% verblassen, das heißt, wenn er getroffen wird, dann verbläst er für 5 Minuten, wenn das auslöst. Und das löst ja relativ häufig aus. Wenn er verbläst, dann hat er plus zu Resistenzen, plus zu Resistenz gegen physische Angriff, also er überlebt dann viel länger. Und eine Waffe mit Einsicht. Die macht nicht so den Wahnsinnsschaden. Ich habe nämlich noch keinen Drescher gefunden. Also einen Drescher ätherisch, wenn ihr einen habt und spenden wollt. Scherz. Nein. Einsicht macht. Also erstmal braucht ihr eine Rall, eine Tier, eine Tal und eine Sollrune. Die sind also relativ früh zu bekommen. Stufe 17 Meditationsaura. Das ist wichtig. Gut, okay, der macht noch plus Angriffswert und Feuerschaden dazu und plus 6 zu kritischer und so weiter und so fort. Aber interessant ist diese Stufe 17 Meditationsaura. Damit bekommt ihr einen Mana-Rack. Das heißt, ihr seid eigentlich eurem ganzen Mana-Probleme los. Ihr seht ja auch diese blauen Kugeln. Das ist das, was er da ständig castet. Da kriegt man aber nur ab, wenn man. Ich gehe mal kalte Ebene. So, jetzt kriege ich das auch, diese blauen Punkte. Und er kriegt meine Fanatismus-Aura von der Waffe. Irgendwo. Also wenn ich irgendwas caste, ihr seht, mein Mana bewegt sich da nicht wirklich viel. Also ich kann hier wirklich 20, Quatsch, 12 Minions beschwören und ja, tut sich nicht viel. So, jetzt tun wir mal ein bisschen explodieren lassen. Also ja, es geht schon runter natürlich, aber kein Vergleich zu einmal ohne. So, haben wir irgendwas? Also ich sammle sehr, sehr wenig Sachen ein, muss ich sagen. Nur ist wirklich sehr interessante und hier ist nichts Interessantes. Es sei denn, ich habe nur gerade einen Drescher übersehen. Dann würde ich natürlich fluchen, aber. So, das wäre der Teil Nummer Uno. Allein so die Ausrüstung und so weiter. Übrigens hier das habe ich euch gar nicht gezeigt. Mein Homunculus. Habe ich ja gar nicht gemacht. Also plus 2 zu Flüchen, super. Und plus 2 zu allen Totenbeschwörerfertigkeiten. Sehr gut. Meiner Generation, gut, okay. Und alle Widerstände plus 40. Also klasse Teil. Habe ich getauscht gegen eine Lum und eine oder sonst irgendwie eine Rude. Ich weiß nicht, was für eine das war. Aber hilft mir sehr. Wie gesagt, für euch ist wichtig, wenn ihr einen Summoner spielt, also mit Skeletten,
Und eigentlich spielt ihr nur eure Skeletten, eure Flüche und halt die Kadaverexplosion. Dann ist es wichtig, plus X zu euren Fertigkeiten. Dann ist wichtig, dass ihr genug Resistenzen habt. Der Rest, egal. Also er ist sehr, sehr einsteigerfreundlich, der Beschwörer. So, das war's von mir. Ich möchte euch noch eines zeigen. Genau. Wenn ich jetzt losziehe, dann habe ich hier noch mein Gear zum Magic Find. Je nachdem, wo ich hingehe. Also zu Baal würde ich damit wahrscheinlich nicht hingehen. Dann habe ich hier, genau, Alibaba. Alibaba macht plus 1% Magic Find pro Level. Ich bin jetzt Level 87, also hat das Ding 87%. Das hat auch zwei Löcher. Also zwei Sockel. Ich habe leider noch kein Juwel gefunden, was ich da rein tun könnte mit Magic Find. Aber wenn ich das finde, dann werde ich das auf jeden Fall benutzen. Genau. Das ist so die Ausrüstung. Also wie gesagt, hier. Wo war das nochmal? Hier habe ich die Schuhe mit 35%, ein Ring mit 20, ein Ring mit 13, ein Amulett mit 27 und die Schuhe mit 30, Wächtertreu. Das switche ich dann, wenn ich wirklich auf Magic Find gehe. Beispielsweise Q-Level. Wenn ich den Magic Find mal haben möchte. Aber dazu in der zweiten Folge mehr. Ich werde ja schauen, ob ihr Interesse dran habt. Dann werde ich euch nämlich auch zeigen, wie das abläuft mit den Farmrouten, wo ich hinlaufe und wieso manchmal ohne Magic Find. So, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde das Ganze jetzt mal zusammenfriemeln, das Video. Ja, wünsche euch viel Spaß und bedanke mich. Bis dann. Tschö.